Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Channel rund um ungewöhnliche Fahrzeuge. Heute gibt es mal einen kleinen Hinweis in eigener Sache, will ich mal so sagen. Denn ich war im Ende Juni diesen Jahres mit Karl Geiger von Geiger Cars in Ankersville. Das liegt nördlich von New York, also in den USA. Und wir haben dort für ein paar hunderttausend Dollar Autos gekauft auf einer Barrett Jackson Auktion. Die war in einem Casino und so weiter und so fort. Ich hatte sogar ein kurzes Video in den Anfängen meines Channels online. Das ist auch noch online. Den Link blende ich oben mal ein für euch. Und im Rahmen dieser Auktion, da waren nicht nur Karl und ich, sondern sogar ein Fernsehteam von D-Max. Denn die haben mit uns zusammen gedreht für die zweite Staffel von Karls Fernsehserie Der Geiger, Boss of Big Blocks. Die Serie läuft seit 17. Oktober mit vielen, vielen Folgen wieder auf D-Max abends um 21.15 Uhr jeden Montag. Also jeden Montag 21.15 Uhr D-Max einschalten. Und das, was es jetzt natürlich interessant macht für mich, und deswegen erzähle ich euch das Ganze, ist, dass am 7. November, also am kommenden Montag, die Folge läuft, bei der man Karl und mich begleitet hat, um die Autos in Ankersville auf der Auktion zu kaufen. Deshalb würde ich euch bitten, doch einzuschalten. Ich glaube, das ist ganz lustig. Wir hatten auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß, muss man wirklich sagen. Das Fernsehteam war mega cool. Tonmann, Redakteurin, Kameramann, der liebe Karl, den ich seit mittlerweile 17 Jahren kenne, und ich, wir hatten also wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und ich glaube und ich hoffe, das sieht man auch in der Berichterstattung letztlich, die dann auf D-Max zu sehen sein wird. Also in diesem Sinne, nur noch als kleine Erinnerung, 7. November, 21.15 Uhr, D-Max einschalten. Dann kommt die Folge rund um die Barrett Jackson Auktion, die wir besucht haben. Und in der Folge darauf, wir sind nämlich weitergeflogen von der Ostküste der USA nochmal nach Los Angeles rüber. Da sind Karl und ich auch noch ein bisschen rumgefahren. Karl hat noch zwei Pickups gekauft, zwei klassische und dergleichen. Also diese Folge kommt danach, also am 14. November, auch wieder 21.15 Uhr auf D-Max. Die bitte auch einschalten, wenn ihr mich auch mal im Fernsehen sehen wollt. Ich bin zwar nur Nebenakteur, der Karl ist natürlich der Hauptprotagonist seiner Sendung, aber ich hoffe, dass ich trotzdem hier und da mal etwas Schlaues von mir gebe, was man im Fernsehen zeigen kann, und nicht, dass ihr alle nur den Kopf schüttelt. Wenn ihr die Folge gesehen habt und euch auch an das Video hier erinnert, dann tut mir doch den Gefallen. Schreibt einfach mal drunter, wie ich im Fernsehen rübergekommen bin. Ob es total blöd war oder ob ich hin und wieder mal was Nettes gesagt habe oder dergleichen. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Deshalb, ich lese die Kommentare auf jeden Fall. Ich freue mich und sage in diesem Sinne jetzt erstmal vielen lieben Dank. Schaut euch vielleicht noch das alte Video an aus dem Juni, was ich hier auf dem Channel veröffentlicht habe. Link ist wie gesagt oben eingeblendet. Ich habe das Video nur mit dem Handy gedreht damals, aber gut, das ist, ging da. Das war relativ spontan. Wir hatten also den ganzen Tag volles Programm beim Dreh, aber dann habe ich gedacht, naja gut, so ein, zwei Minuten kann ich mir trotzdem nehmen. Deshalb mit dem Handy gefilmt, sollte aber trotzdem was taugen. Also, in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs jetzige Zuschauen. Bitte einschalten, wenn ihr so nett seid, dann auch bei D-Max. Gebt mir euer Feedback und ich sage bis nächste Woche zu einem neuen Video. Macht's gut. Ciao, ciao.